Hallo zusammen und ja, willkommen wieder zurück zu Might & Magic Teil 6. Ja, dann wollen wir doch heute ja nochmal weiterspielen. Jetzt war es natürlich so, letzten Freitag dann unser Stream sozusagen dann ausgefallen. Ich hatte ja auch angekündigt, dass wir dann wahrscheinlich nicht Might & Magic 6 weiterspielen würden. Ja, es hat sich einfach so ein bisschen ergeben. Auf der einen Seite hatte ich dann, also hat man vielleicht letzten Donnerstag schon gemerkt, so ein bisschen mit so einer kleinen Husten. Geschichte hier zu kämpfen, weil ich jetzt sicherlich immer noch so ein klein wenig haben. Und ich denke, am Freitag war es einfach ja dann noch ein bisschen unangenehmer. Ich denke, mittlerweile ist es fast wie ein bisschen zurückgegangen. Also geht man eigentlich davon aus, dass jetzt irgendwas Schlimmeres war. Interessanterweise, also die mehrere Leute, die ich sozusagen da eigentlich am Wochenende auch getroffen habe, hatten sehr viele von denen nur irgendwie ein bisschen rumgehustet oder ähnliches. Klar, jetzt ist halt gerade diese Herbstzeit hier da. Ist das sicherlich nicht allzu ungewöhnlich. Es sind allerdings keine jetzt irgendwie schlimmeren Sachen oder irgendwie zu erwarten. Also ich merke jetzt auch sonst nicht, dass ich sonst irgendwie eingeschränkt bin. Also dass man halt manchmal so ein bisschen dann da Luft, also was heißt Luft, halt dieses Husten mal zwischendrin so ein bisschen rein hat, wenn man halt viel reden muss oder so. Aber Lirum Larum auf jeden Fall. Und das ist erstmal so ein bisschen der Grund gewesen. Und ja, wenn das halt dann mehr ist, als wie ich es jetzt heute oder so noch habe, dann will ich halt auch nicht unbedingt, dass man da dann halt ja, zwischendurch dann die ganze Zeit da rumhustet und so. Und dann die ganze ist halt dann doch ein bisschen nervig, denke ich, für einen Zuhörer. Nur gut, nichtsdestotrotz machen wir heute nochmal mit Might & Magic 6 weiter. Wir sind ja immer noch in diesem Sumpf der Verdammten, heißt, denke ich, offiziell. Ich habe die letzte Folge Sumpf der Verfluchten genannt, weil wir natürlich von diesen ganzen Harpyien und ähnliches da immer verflucht worden sind. Oder wie die genau, ich weiß nicht, ob es echt ist. Doch auch schon kurz gleich einmal weg hier im Intro. Das erinnert mich jetzt sogar noch unfreiwillig auch noch eine andere Geschichte, die dann quasi heute gewesen ist. Also auf Arbeit haben wir das dann natürlich zunächst erstmal gemerkt, dass der Internetanbieter ist theoretisch auch derselbe, den ich hier zu Hause hatte. Es war aber wohl scheinbar lokal begrenzt, dort auch ein bisschen Probleme hatte. Und ja, natürlich heute könnte man fast sagen, mehrere Sachen, die da so ein bisschen komisch waren oder aufgelaufen sind. Aber gut, das ist dann vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Genau, also wie nochmal gesagt, der Sumpf der Verdammten oder Verfluchten, je nachdem. Da wollen wir doch auf jeden Fall mal weitermachen. Wir waren jetzt, soweit ich mich da entsinne, vor diesem Schloss stehen gewesen. So, gehen doch mal hierher. Hauptsafe. Genau. Ach ja, genau, Burg Darkmoor. Und ich kann mich daran erinnern, dass man hier reingehen konnte und auch weiter oben. Wir geben uns schon mal Buffs. Jetzt natürlich nicht tausendprozentig sicher, ob wir sofort gleich Gegner oder was kommen, aber ist erstmal so ein Eingang hier. Okay. Auf jeden Fall schon mal irgendwas los hier. Okay. Was seid ihr denn Schönes? Kriegsoger. Okay. Sieht ein bisschen komisch aus, fast ein bisschen dünn. Na gut, also kann man die schon mal ein bisschen anschießen hier, wenn die herkommen wollen. Okay, da ist wohl zwei weg. Läuft gegen die Wand. Was bist du denn für einer? Ogerhäuptling? Ja, er hat ja rote Schulterplatten. Das ist natürlich schon mal ein Zeichen dafür, dass er ein bisschen stärker ist, wahrscheinlich. Nahkampf macht man natürlich recht guten Schaden hier. Wir können natürlich auch mal schauen. Wir hoffen mal, dass wir nach wie vor noch ein paar Erfahrungspunkte hier natürlich kriegen.
Weil wir könnten schon fast auch bis 24 aufsteigen. Also, wenn das jetzt ein Dungeon ist, wo wir ganz gut zurechtkommen, könnte sich das ja durchaus ergeben. Wie viel sind das jetzt? 3 oder 4? Feuerring oder sowas. Ja. Okay, hat schon mal einen umgefallen hier. Wir geben auch auf jeden Fall ein bisschen Geld hier. Das ist doch schon mal nicht ganz schlecht. Ich hoffe mal, dass wir hier dann noch genügend Erfahrung kriegen. Aber ich denke, es ist ja gerade erst im Eingang. Von daher sieht das, denke ich mal, ganz gut aus. Einen Anti-Buff-Freund. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm. Okay, das machen die ja jetzt andauernd, oder? Okay, das macht es natürlich ein bisschen schwerer. Lich. Ah, du bist das. Okay. Komm, trefft ihn. Nochmal diesen hier. Okay. So, was stimmt jetzt mit dir nicht? Du bist bestimmt krank, oder? Wie es aussieht. Oder vergiftet. Könnte auch Vergiftung sein. Na, Vergiftung. Wir warten jetzt mal kurz hier. Kraftheilung muss eigentlich gleich sein. Ach nicht, nicht erste Hilfe. Das hier. So. Du machst nochmal magisches Auge, damit wir noch was sehen. So, hoffen wir, dass es jetzt nicht andauernd hier irgendwas uns abzieht. So. Wo sind die jetzt eigentlich hin? Das wäre natürlich das Schönste der Welt, wenn man irgendwas hätte, was es verhindert, dass die einen dauernd diese Debuffs da drüber hauen. Also beziehungsweise die eigenen Buffs halt wieder komplett wegnehmen. Also ist halt auch gemein, dass es gleich wirklich alles auf einmal wegnimmt. Ja. Mit ein paar von denen können wir ja umgehen. Dann kannst du wahrscheinlich hier gleich mal diesen hier machen. Unser Hexer macht ja auch gar nicht so wenig Schaden mit seinen 2 Dolchen. Da kann der hier, wenn wir nur einen oder so haben, auch einfach mal draufschlagen. Ja, ich würde mal sagen, wir können gleich dann ein Doppellevel abmachen. Können wir hier noch irgendwas rausfinden? Na, hier ist erstmal niemand. Schon, wenn wir nicht irgendeinen Schalter oder sowas übersehen, aber kann natürlich sein, weil hier noch irgendwo Gegner sind, dass hier vielleicht mal irgendeine Treppe oder sowas hoch oder runter geht. Na gut. Erstmal einen Temp-Save.
Okay, und da kam wieder unser Freund. So. Okay, die sterben einfach nur so. Weil viele aushalten tun diese normalen Liches ja nicht. Wir haben ja sogar schon etwas stärkere irgendwann mal besiegt. Okay. Sieht irgendwie verdächtig aus. Kann ich mal selber. Okay, und debufft. Jetzt kommt leider irgendwo der nächste Lich. Vielleicht können die irgendwo durch die Wände durchschießen oder sowas. Na gut, erstmal, ich sag mal, Schritt Nummer 1 ist aber soweit erstmal ganz okay gewesen. Ich denke, jetzt lohnt sich sehr, dass wir draußen mal rasten und unsere Magiepunkte hier auffüllen. Zwei, dann können wir auch hier gleich schlafen. Machen wir mal Hauptsafe. Irgendjemand hat jetzt noch irgendwas mitgenommen? Weg damit. Ach, das war hier dieses Schwert. Ich weiß es nicht. Ein Handschuh. Ist immerhin mehr als das. Der macht gar nichts. Ja. Ich denke mal, dann ist der vielleicht schon besser. So. Versuchen wir mal zu rasten. Ach, schau, unsere Harpyenfreunde. Dann auch alle verflucht. Okay. Dann probieren wir es doch lieber nochmal so. Und diesmal klappt es wenigstens. Doch ein bisschen angenehmer, als zu versuchen, da so durchzukommen. So. Also dieser Buff-Mist geht dann halt echt ein bisschen auf den Sack, aber was soll's. Es gibt halt nur scheinbar keinen, also nicht, dass ich wüsste, Zauber gegen Buff-Entfernung.
Kein Problem. Und dann irgendwo irgendwelche Schalter hingeben. Und dann die ganze Sache hier aufmachen. Auge. Kann natürlich auch gefährlich sein. Es treffen mit normalem Bogen. Hast du ihn jetzt einschlafen lassen? Sieht das so aus? Schläft. Ah, und erwachen hast du natürlich nicht, ne? Hm. Und warum zur Hölle mussten jetzt von der anderen Seite wie diese anderen Penner noch mitkommen? Was zur Hölle trifft uns denn? Ach, du wieder. Ja, ja. Ja, 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 ja. Nichts wie weh. Fucking A. Nochmal ein Hauptsave. Nochmal rasten. Nochmal nicht überfallen werden. Nochmal casten. Das sind echt ein paar sehr nervige Gegner. Ach, und jetzt werden die auch noch mal älter hier. Ich weiß jetzt nicht, durch wen das ist, ob es jetzt durch den Lich auch kommt. Aber ich nur dieses komische magische Auge machen kann. Wo kam jetzt bitte schön diese verdammte Debuffung schon wieder her? Und von dem Kerl hier, oder? Das ist halt echt fürchterlich hier drin.
Magisches Gebräu. Da warten wir erstmal. Ist erstmal kein Problem. Ach, da oben ist Magius Augius. Ja, das ist natürlich wieder voll geheilt, ne? Blitzstrahl. Vielleicht ist Eisstrahl besser? Okay, Eis scheint immun zu sein. Oder das hat zumindest nicht getroffen. Ich weiß es nicht. Ein Schaden. Okay. Die Tatsache, dass da noch mehr von denen sind, ist jetzt vielleicht nicht ganz so toll. Also, oh, okay. Dann vergessen wir das sofort. Was macht das Ding hier? Was ist denn so meins? Okay. Also was auch immer jetzt hier die Quest war, ich denke mal, hat sich erstmal erledigt. Das werden wir auf jeden Fall jetzt nicht schaffen. Suche und zerstöre das Buch der Liche. Ich meine, wenn es schon so heißt, natürlich. Ja. Na, das hat, denke ich, so keinen Sinn. Nichts wie weh. Na gut, sind wir erstmal wieder raus und ein bisschen älter geworden. Naja, was soll's. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch eine Möglichkeit gibt, das wieder zurückzusetzen, außerhalb von diesem Verjüngungstrank dazu benutzen, aber noch ist es ja nicht wirklich schlimm. Ja, sollte man vielleicht eher warten, bis wir da einen höheren Effekt oder sowas haben, bevor wir dort uns mit derartigen Dingen beschäftigen. Achso, ja, du hast natürlich wieder unsere ganze Sache hier weggehauen. So. Ach ja, das war ja das mit dieser unsichtbaren Brücke hier. Weil im schlimmsten Fall könnten wir auch einfach fliegen, aber... Wir haben mal noch Folgendes. Wir wissen ja irgendwie, also ich hatte damals, als ich in diese Waffenliste reingesehen hatte, ja irgendwie gesehen, dass man für diesen Axtmeister irgendwie so ein gewisses Quest oder sowas machen muss. Und da stand irgendwas mit Snurgle. Wir wissen, dass es hier nochmal irgendwie so eine Mine gab. Es gab auch schon mal irgendwo anders eine. Was hast du hier Schönes? Rüstungen. Schön, dass du da bist. Okay. Willkommen. Zur Heimsuchung. Gastwirt. 14 Tage. Das ist nicht besonders viel. Kombinierte Waffen. Schwert und Dolch, ja genau. Das haben wir schon mal von irgendjemand anderem wahrscheinlich gehört. Suchauftrag. Ah, das ist wohl das. Okay, dann haben wir einfach nur dieses Hotel damals nicht gefunden. Der König der Zwerge, Snurgle, hat Rocklin im Kampf um die Führung der Zwerge gestürzt. Rocklin ist jetzt im Exil und Snurgle hat die Macht. Die meisten Zwerge mögen Snurgle nicht besonders und würden lieber Rocklin als Führer haben. Aber Snurgle hat sich wohl Rocklins Höhlen als auch die große Eisenmine der Zwerge unter den Nagel gerissen. Snurgle, der Angst vor Verrat hat, hat mich aus meiner Position als Waffenmeister der Zwerge entfernen lassen.
wir brauchen jemanden, der Snurgle die Macht wieder entreißt. Ich würde sogar Menschen beibringen, wie ein Zwerg mit der Axt zu kämpfen. Falls nötig, wenn du uns hilfst. Das können wir ja machen. Ich brauche Beweise, dass Snurgle besiegt wurde. Und vielleicht kommen wir jetzt ja dann damit wieder. Suche unser Störerbuch der Journalen. Töte Snurgle in Snurgles Höhlen und gehöre damit seine Axt zum Avimi Smithers in der Taverne zurück. Okay. Also es gab hier, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich denke, das war hier irgendwo recht am Eingang gewesen. Das war, denke ich, nicht hier unten. Das war ja nur ein Tempel oder sowas. Oder war das hier? Müssen wir nochmal schauen, vielleicht war es auch hier der Sande. Und es gab ja etwas anderes von den Zwergen vorher schon, wo es dann irgendwann, denke ich, nicht mehr weiterging. Möglicherweise müssen wir ja vielleicht hier rein. Geschlossen. Rundspiegel. Okay. Schön, dass du da bist. Ist jetzt hier irgendwas Interessantes? Nö, ne, ich wahrscheinlich nicht. Hoffen wir mal, dass uns das jetzt noch irgendwie weiterbringt. Das heißt, dann gehen wir halt mal dahinter. Nochmal ein Hauptsave. Also, mein, schauen wir mal, was das hier ist, was hier gleich am Weg steht. Ach, das ist einfach nur der Schreiner. Schrein der Reaktion. Haben wir uns, denke ich, schon aufgeschrieben, dass der hier ist, oder? Reaktion ist im Sumba. Wir haben noch nicht den Weisen dazu befragt. Also selbst wenn wir uns theoretisch ausrechnen könnten, in welchem Monat das sein müsste, das hat man ja gesehen, wenn man den da vorher nicht explizit anfragt, kriegt man den Bonus trotzdem nicht. Ich weiß ja nicht, ob man das jetzt jedes Mal wiederholen muss. Ob das dann einmal reicht, wenn es einen gesagt hat. Na gut, dann mal auf. Zu diesen Höhlen hier. Gut, brauchen wir eigentlich jetzt keine Einzelheiten. Na, obwohl, wir haben noch so viele Zauberpunkte, dass wir wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt direkt davor komplett rasten müssten. So, wo war? Ach, gut, ist noch ein bisschen hin wahrscheinlich. Tja. Naja, und von den anderen Sachen, also wie schon gesagt, einmal diese Internetgeschichte, die wir heute halt schon auf Arbeit hatten und dann, wie sag mal, generell jetzt in der aktuellen Zeit, der rostige Schild. Für 10 Tage, ich meine, kostet auch nur 6 Gold oder bei dir nur 4, aber 10 ist jetzt wirklich nicht viel. Was sich halt momentan dann anfängt langsam, sage ich mal, zu nerven, ist ja wirklich auch diese Sommerzeit. Also langsam wird es für mich. Ah, das sind die Eisenminen. Okay, ja, hier wahrscheinlich mal reingehen. Ich sag mal, langsam nervt es mich dann doch. Wir könnten auch dann nochmal diese Level. Aber wir können auch erstmal da reingehen. Also ich glaube jetzt nicht, dass es von den ein oder zwei Level-Ups, die wir da jetzt haben, abhängt, ob wir jetzt hier vorankommen oder nicht. Ja, also ja, wie ich sagen wollte, also ja, diese Sommerzeit war mich schon langsam verrückt. Also früh wird man dann doch irgendwie immer müder. Und da wir am Wochenende auch mal ein bisschen wieder, sagen wir mal, unterwegs waren, war es dann doch also heute früh gar nicht so leicht, da aufzustehen. Wo sind wir? Und dann, ja, ich sag mal generell, da waren heute auch noch ein paar Sachen. Also zum einen kommt man dann schon eine halbe Stunde später, dann geht auch erstmal, was wahrscheinlich dann mit der Internetverbindung zusammenhängt, die Alarmanlage in der Firma dann ein Problem gehabt. Also kam ich erstmal gar nicht unten zur Tür rein. Also quasi das, ach nein, ihr seid das. Wir bräuchten eine magische Waffe oder sowas, ne? Ich denke nicht, dass wir eine Chance gegen euch haben.
Moment, haben wir nicht noch... Es ist vielleicht nicht das Allereffektivste. Aber wir haben doch noch Zauberstäbe. Offensichtlich könnt ihr die auch einfach nehmen. Was auch immer Weep macht. Okay, das ist wahrscheinlich gerade im... Das sind gerade im Zauber, die die nicht treffen, ne? Ja, offensichtlich. Okay, Jungs, dann könnt ihr das mal wieder ablegen. Was ist mit dir schon wieder los? Vergiftet. Okay, also Schleime. Natürlich schon mal. Ah, Zweige. Okay, ja gut, das macht natürlich Sinn. Es ist natürlich nicht, ob es sich jetzt wirklich das komplette Dungeon hier durchzieht, aber. Du hältst erstmal Haus mit deinen Zauberpunkten hier. Für die nicht für die Zweige, sondern für die anderen eben. Die Schleimboys. Weil der macht ja im Nahkampf relativ viel Schaden. Wahrscheinlich so viele. Dass sich das doch mal lohnt. Da müssen wir halt, nachdem wir jetzt hier die Gruppe fertig haben, nochmal rasten oder sowas. Ich weiß halt nicht, ob das anderen auch so geht. Also während der Sommerzeit selber ist ja halt das, sagen wir mal, mit der Zeitumstellung aus meiner Sicht, na gut, okay. Aber vor allen Dingen jetzt, wenn man so langsam... Ah, okay, sowas macht ihr hier. Ha? Repariert. Dann wird man doch schon so, dass man irgendwann nicht mehr so leicht mit der Zeit zurechtkommt. So, Kraftheilung. Immer alles kaputt machen müsst. Irgendwie haben sie es gerne auf ihr Schild hier abgesehen. Nein, verdrückt. So. Oh, 8. Man hat deine Axt. 5. Ja. Her damit. Als das letzte Mal, als wir so viele Zweige besiegt haben, nichts rausgekommen, ne? Hier ist nichts. Kein Thron, eine geheime Tür öffnet oder sowas. Das sieht auch irgendwie interessant aus. Okay, also wenn es relativ wenige Schleime sind, dann kommen wir vielleicht da irgendwie zurecht. So, Main Save. Ist ja auch so eine generelle Geschichte. Wie viele Jahre ist das schon wieder her, als sie dort diese Umfrage und ähnliches gemacht haben, ob man nicht die Zeitumstellung dann doch mal wieder abschaffen sollte? Wo ich ja durchaus dafür wäre, dass man das täte.
Und aus meiner Sicht ist auch die Frage eigentlich sofort geklärt, was man dann behält. Man behält natürlich die Normalzeit. Also warum soll man denn die Sommerzeit behalten? Also wie schon gesagt, bei den Sommer selber ist es wegen mir ja noch theoretisch okay, aber also jetzt, dass sie auch so unendlich lang gehen muss, also ich weiß nicht. Kommt man da hinter den Thron wieder raus? Ich meine, wir gehen jetzt halt erstmal hier rein, ne? Du bist nicht clever genug. Ich meine, er ist ja clever, aber was? Bibliothek. Blätterst durch Bücher, findest aber nichts Interessantes. Ja. Wie nimmst du Might & Magic 6 auf? Also zum einen spiele ich das Spiel im Fenstermodus. Hab dann also die Auflösung dann noch ein bisschen größer gestellt, wie das Original ist. Sonst hat man halt wirklich ein relativ kleines Fenster, nur also jetzt auf dem Bildschirm selber und dann ein OBS. Habe ich es einfach als Fensteraufnahme. Theoretisch bin ich mir nicht mehr sicher, ob es auch auf Spielaufnahme geht. Weiß ich nicht, aber also ich habe jetzt einfach Fensteraufnahme und dort im OBS halt so groß gezogen, wie ich es dann ungefähr haben wollte. Mir war halt wichtig, das Seitenverhältnis 4:3 beizuhalten, damit da nicht irgendwie diese ganzen breiten Köpfe und der ganze Zeug da steht. Ja, einfach Fensteraufnahme und ich muss natürlich noch dazu sagen, ich habe diesen, na wie heißt der, Grayface-Patch oder sowas installiert. Ich weiß nicht, ob der außer diesem Mauslook und ein paar, der verändert ja auch die Steuerung so ein bisschen. Ich denke, er hat auch ein paar zusätzliche Optionen noch. Ein bisschen habe ich da auch in dieser Innie rumgespielt. Aber ansonsten ist es, sag ich mal, nichts zu Verrücktes. Aber natürlich muss man dazu noch herausfinden. Ich weiß nicht, ob das in der originalen Anleitung drinsteht oder ob das original ging. Wenn man, ich denke, F4 war es, drückt, dass man eben quasi von diesem Vollbildmodus rauskommt und dann dieses Fenster hat. Ich weiß nicht, ob das, also hängt natürlich vom Setup ab. Ich habe jetzt hier nur diesen einen Bildschirm hier, von daher muss ich es natürlich dann logischerweise im Fenstermodus spielen. Da ich allerdings auch nur 27p streame, ist mir das auch, macht mir das jetzt auch erstmal nichts aus, weil die meisten Spiele versuche ich dann auch wirklich in dieser Auflösung zu spielen, die ich dort habe. Also das natürlich nicht, ist zu alt, das muss ich ja natürlich vergrößern, sonst, wie schon gesagt, sieht man natürlich nicht viel. Weiß nicht, ob dir das weiterhilft. Das ist erstmal das, was ich so eingestellt habe. Aber ich denke, Spielaufnahme kann sein, dass die nicht ging. Das war, denke ich, auch bei Might & Magic 8 schon ein bisschen. Also Might & Magic 8 hatte sich sogar noch ein bisschen komischer. Da war in diesem Fenstermodus dann irgendwie dieser Rahmen außen herum weg. Und es war fast so, als ob das Spiel selber, also das Bild einfach nur wie oben nochmal auf dem Bildschirm drauf gemalt wurde. Also wenn man es minimiert hat oder so, war das immer noch dort und hat alles andere überdeckt. Das ist jetzt hier bei dem Spiel nicht so. Diablo 1, wenn ich das aufnehme, ist auch noch das Original. Da hat es auch so ein bisschen spezielle Effekte. Wobei es das ja original auch gar nicht Schutz vorgibt. Kann ich nicht. Okay. Na, lern du mal her. Dort auch noch ein bisschen was eingestellt habe. Schutz vor Feuer. Das haben wir bestimmt schon. Oh, vielleicht gibt es ja doch noch einen Schutz vor Kälte. Ich denke, die Elementarschutzsachen haben wir mittlerweile alle. Schutz vor Elektro. Orange. Ne, das war. Was war denn orange? Intellekt. Das braucht außer dir niemand. Na gut, macht ja auch Sinn, dass das hier drin, wo man nur mit Intellekt reinkommt, dann auch davon noch mehr gibt. Q.
Kältestrahl. Das wirst du wahrscheinlich auch schon haben. Wie viel Wert hat denn das? 200. Na gut, ich meine, die Zauberbücher sind eigentlich schon nochmal ein bisschen was wert. Ja, machen. Das haben wir auf jeden Fall schon. Aha. Das ist der Hilfe, was wir auf jeden Fall auch schon haben. Okay, das sind wirklich so die schwächeren Zauber hier wahrscheinlich, die man hier so bekommt. Schwäche heilen. Ich denke, damit startet man doch sowieso schon, oder? Flammenpfeil. Was wir da alles voll haben hier. Wackeldicht. Ja, komm. Oh. Fluchentferner ist mal ein etwas stärkeres hier wahrscheinlich. Was hast du hier? Magisches Auge. Elektroschock. Hast du auch schon? Okay, das war's dann wohl. Wenn jetzt hier nichts mehr ist. Mhm. Naja, erstmal soweit ganz schön. Temp. Na gut, dann mal weiter hier. Also da hinten sind scheinbar auch nochmal wahrscheinlich mehr Zwerge drin. Wir gehen erstmal da lang, oder? Bevor wir jetzt irgendeine Tür noch aufmachen. Hier ist nichts. Ich wollte gerade sagen, da muss doch was sein, ne? Also sieht für mich sowas aus, wie dieser Thronsaal, der da unten war. Okay. Inferno vielleicht sogar? Hört man schon auf den Zwergenlord? Das sind noch mehr Zwerge. Okay. Wieder ein Schild hier. Hätte ich mal selber. Nochmal. Okay, was habt ihr jetzt angerichtet? Keine Ahnung. Und nichts Schlimmes offensichtlich. Das ist kaputt, ja? Nicht das, das. Repariert. Okay. Erstmal also auf. Mörderknüppel. Ja. Okay, weiterer Stuhl. Oh, naja. Okay, das ist ein bisschen komisch. Also scheinbar nur ein kleiner Grafikbug oder sowas. Heil nochmal die zwei Magier hinten. Da musst du schon nochmal wieder buffen. Okay, auf geht's. Hm. Ach, damit. Falscher Knopf. So.
Na, kommt mal her, Jungs. Na, macht da schon ganz gut Schaden hier an den Jungs. Okay, hast auf jeden Fall was kaputt bekommen hier. Blub. Repariert. Blümchen. Mhm. Oh, das war so geil. Aha. Was haben wir denn hier? Zellenschlüssel, ein kleiner Schlüssel. Dann gibt es mal unsere Kollegin hier. Ja, haben wir keinen mehr. Mächtiges Breitschwert. Na gut, ich meine, das hat einen gewissen Wert, das können wir ruhig mal mitnehmen. Unserem Bett. Naja. Ah, das könnte vielleicht schon mal ein wichtiger Schlüssel sein. Ich weiß jetzt nicht, ob uns das jetzt hier weiterhilft. Schon gesagt, in diesen anderen Snurgle-Dungeon, das war, denke ich, in Iron Fist oder so gewesen, kam ja, denke ich, irgendwann nicht mehr weiter. Das könnte natürlich sein, dass das dann ein hilfreicher Schlüssel an der Stelle ist. Ach, was liegt denn hier? Hm. Ja. Einen alten Lumpen dahin geschmissen. Ah, okay, das ist durch diese Thronengeschichte oder was wo gekommen. Okay. Teufelsbrut. Okay, du machst mir den recht viel Schaden. Und hat ihn auch besiegt. Das ist eigentlich doch mal ordentlich. Repariert. Repariert. Sonst noch jemand was? Nein. Aha. Okay, und eine sehr schlechte Axt. Okay. Repariert. Mal weiter reparieren hier. Dann mach halt mal die große Heilung hier. Aha. Ach, das hatte ich gar nicht gesehen. Muss man das irgendwie alles öffnen? Also die Frage wäre, wo es jetzt hier weitergeht. Na gut, theoretisch hier noch, oder? Ah ja. Okay, dann gibt es sicherlich noch mehr Möglichkeiten. Dann müssen wir möglicherweise erstmal all diese ganzen kleinen Räumchen da aufmachen. Kann natürlich auch sein, dass wir dazu dann den Schlüssel brauchen. Okay, dann wollen wir erstmal schleimen. Schleimies. Ich hoffe mal, dass wir die noch hinkriegen hier mit unseren Magiepunkten. Ja, schön, dass er herkommt. Okay, was ist mit euch jetzt passiert?
das kaputte Schuhe? Durch die Schleime? Du hast einen kaputten Bogen. Na, offensichtlich durch die Schleime dann. Hm. Repariert, repariert. Also diese Ausrüstung, Zerstörungsgeschichten sind schon langsam ein wenig nervig. So nach dem Motto, was sind die nervigsten Effekte, die wir uns einfallen lassen können? Repariert. Was? Repariert. Trefferpunkte plus 1. Den haben wir, denke ich, sowieso nicht ausgerüstet gehabt, oder? Jetzt machen sie ja schon Gegenstände im Inventar kaputt. Nicht genug Zauberpunkte. Hey, na dann, gute Nacht. Ich meine, wir können dann... Vollbracht. Wie groß ist das? 10. Es hat geklappt. Okay, du kannst es zum Glück in ihren Zug machen. Wie viele Magiepunkte braucht das einen oder so? Das macht doch nur einen Schaden. Okay, es hat gerade so ausgereicht. Noch mehr Schleimy Boys hier? Zumindest erstmal nicht sofort, okay. Nahrung. 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 Leerer Sack. Nahrung. 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 Hm, wow. Das sind zumindest mal einige Rastmöglichkeiten für uns. Das nehmen wir natürlich gerne mal mit. Nichts wie weg. Genau. Also nochmal Hauptsafe und dann hoffentlich nicht schon wieder überfallen werden. Ich sag, hoffentlich nicht schon wieder überfallen. Nicht schon wieder überfallen werden. Genau. So, Fackellicht. Dann weiter im Text hier. So, Temp Save. Okay. Das ist erstmal wieder so ein kleiner Weg hier. Hier muss doch was drin sein, ne? Also. Leeres Fass. Okay, alles ziemlicher Müll hier. Wir lassen es jetzt erstmal so. Kochtopf. Nochmal Temp Save. Du findest eine Nahrung. Hm. Achso, in dieser komischen Kommode hier ist aber nichts. Hm. Teufelsbrut. Er scheint ein bisschen physische Abwehr sowas zu haben. Ah, und da sind auch immer mehr von denen. Ich weiß nicht, ob die irgendwas wirklich ganz Schlimmes oder sowas machen.
Sollen wir Inferno vielleicht machen? Feuer scheint sehr immun zu sein. Aber wir wollen uns ja auch mit diesen Schleimen hier beschäftigen, Moment. Ist irgendwie schon was kaputt? Nein. Ja, das ist doch eher ein Treffer hier. Okay, haben wir wieder mal einen Flammenpfeil hier. Okay, wir sind mal grün. Na, falscher Mann. Du doch. Weißes Glück, was brauchst du? Aha. Noch mehr Müll. Grün war Ausdauer. Mhm. Dann kriegst du das selber, wenn du am wenigsten hast. Schild. Okay, das sind alle Schränke mit möglicherweise Gegenständen. Das wäre natürlich relativ viel. Das ist ja noch nicht das Letzte. Wir können ja dann auch noch dahin gehen. Und wir haben ja auch gesehen, dass in diesem einen Raum am Anfang dann auf jeden Fall noch weitere Geschichten stehen. Gelb ist Geschick. Ja, vorzugsweise bei dir. Ja. Dann gib uns mal Temsave. Verstanden. Aha. Aha. Große Schild 13er Rüstung. Nimm mal mit. Das ist schon was Besseres. Ja, Zauberpunkte sind ganz okay. Es hat ein bisschen einen Wert. Diesen anderen Mist kann man gleich mal wegschmeißen hier. Na gut. Das kann man mitnehmen, das ist klein. Okay, es ist der größte Schrank der Welt. Verstanden. Für zwei Gegenstände. Oh. Oh. Ja. Den 54, das können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Immun gegen Schlaf. Das ist nicht ganz schlecht. Ich meine, theoretisch können wir das dir geben, dann könntest du nicht immer erwachen, Carsten. Ich wollte das einen unserer Kämpfer geben zum Draufhauen, aber gedacht, da er ja den Erwachenzauber hat, macht es vielleicht am meisten Sinn, wenn er das dann auch hat. Oh ja, tatsächlich der verrückteste Schrank aller Zeiten. Was ist das? Aha! Ein bisschen wert. Nehmen wir doch mal mit. Und das ist immer noch dein Schlüssel hier. Den haben wir jetzt noch nicht hier drin verbraten müssen. Dann hoffen wir mal, dass der uns noch irgendetwas einbringt. Also
Entweder brauchen wir den jetzt hier noch, aber fast noch schöner wäre es nämlich eigentlich, wenn man den eben woanders einsetzen könnte. Oh, hier sind noch einige Räume.